Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderade im Multiplayer zusammen mit dem Philipp. Hallo. So, fahren wir mal hier rein. Sind ja gestern fertig geworden mit dem Pressen. Und jetzt muss natürlich das Teil nochmal nach Hause gefahren werden, gewaschen werden, repariert und dann zurück in die Halle. Ein bisschen Musik hören machen, wenn wir auf der Fahrt sind. Ich hab Problem. Gangschaltung? Palettengabel. Ja. Und mit der Palettengabel? Die Stoll-Palettengabel. Ja. Der liegt hier so blöd unten drin. Ich kann ja auch nicht mal angrapschen. Dann setzt sie zurück, bis sie funktioniert. Der Händler ist nicht allzu weit weg von uns. Dann geht's ja noch. Problem ist, ich kann da alles Mögliche zurücksetzen. Warte. Ankupplungstyp Frontlader, Frontlader, Teleskoplader, Frontlader. Ich glaube, die Chance, dass wir die... Ah, da muss ich hin. Hier, wenn man am Regal dran steht. Wo ist die eigentlich? Ach, da ist sie. Wenn man hier ins Regal rangeht, kommt irgend so vier... Geht er mal hin. Oh, warte. So. Da kommst du nicht hin. Ja, dann versuch einfach mal in eine andere Gabel da reinzukommen und die irgendwie rauszuziehen. Oder wir verkaufen sie einfach und kaufen eine neue. Tappert irgendwo. Irgendwann muss sie doch mal kommen, ey. Ja, das ist schade, dass das rausgemacht haben, beziehungsweise es geil, weil man halt einfach das einzelne Teil auswählen konnte. Jetzt ist es halt nur so, man kann nur noch draufklicken, wenn man viele Sachen auf einen Haufen, das ist fast unmöglich. Ich hab sie! Ich konnte durchtappen. Oder durchtappen? Ja! Mit Tap kann man durchtappen. Warte, das muss ich... Tatsache, lol. Das hab ich gar nicht gewusst, dass es geht. Ja, moin. Ich muss tatsächlich jetzt nur sagen, neu. Oh, das hat mir doch da vorne stehen. Ich hole sie dann gleich wieder. Ja. Da steht ein Unimog. Wir müssen rückwärts gehen. Kannst dann gleich Ballen weiter sammeln. Ja. Mal gucken, wie ich die einigermaßen sauber reinkriege. So. Sieht gleich ganz gut aus. So, dann räumen wir nochmal schnell den Arion auf. Warte mal ganz drei. Kannst du einfach daneben stellen, würde ich sagen. Ja. Ist ein guter Platz für den. Was nehmen wir die Presse? Mhm. Okay, dann stellen wir neben die Presse. Wenn ich denn da reinkomme, weil da hat irgendwer so einen Aufbau von einem Unimog. Doch, doch. Hä, aber warum ist da kein Platz mehr? Genau, das habe ich auch noch gar nicht gesagt. Wir wissen es tatsächlich nicht, wieso, aber wir haben ja die Anzeige gekriegt, dass der Platz bei den Schafen irgendwie voll sein soll, Wolle, aber wir können auch noch mal ins Menü reingehen. Wir haben da gesucht, wir sehen da keine Wolle, hier steht auch Wolle, 0%. Ich weiß nicht, ist es ein Anzeigefehler, Bug, what else? Auf jeden Fall, da funktioniert nicht so ganz. Ganz kurz hier. So. Da fällt dann hier auch eine Störung nicht passt. Was? Anfangs drin? So.
würde Mami auch mal auf den Weg Ballen zu sammeln. Gucken, ob ich es noch kann. Oh, ja, schon mal hier Fenster aufmachen. Hier ist so eine Hitze drin, Alter. Die sind doch alle offen. Nee, die waren zu. Bei mir ist doch alles egal. Egal. Ich nutze die Gunst der Stunde gleich nochmal und hole hinten unser komisches. Ja. Das ruckt gerade ein bisschen. Oh, wir haben einen Error. Ja, wir haben ein paar. Ne, ein Warning haben wir drin. Das ist normal, Warning ist normal. Ja, aber. Was ist das? Mach mal kurz Dingens wieder aus. Starken Bauer. Ist er jetzt weg? Ne, jetzt ruckt es gerade, ne? Ich bremse aber mal ein bisschen ab. Oft hilft's halt. Das ist der Ding, was so Probleme macht. Der Schafstall? Das ist der Schafstall selber. Gut, wenn der Schafstall so Probleme macht, dann muss er weg. Ja. Mal gucken, ob wir den anderen mit draufnehmen. Oder dem gefällt es einfach nicht, dass er da irgendwie in der, halt in der Kuhweide platziert worden ist, aber. Nett. Keine Ahnung. Wir fangen auch noch hier an, ich fahre nochmal nach oben. Bei mir leckt der Controller jetzt komplett, ich laufe von der Leine schon jetzt. Jawohl. Bleibt das so lang, bleibt das so lang? Ja, perfekt. Jetzt buckel doch an, ey. Okay, hier oben wurden Ballen schon abgeholt. Ah, oh Gott. Nix, alles gut. Okay. Da bin ich ein bisschen auf den Ballen drauf gefahren. Egal. Oh, warte. So. Das. Die ganze Vorteil. Er wird aber nicht schon mal mitgenommen. Wieso liegt. Der eine Ball liegt ganz schön nah am Zaun. Ah, ich glaube, ich krieg alle mit. Ich habe jetzt 10 Stück drauf. Ah, ich glaube, das dürfte schon gehen. Hoffe ich mal. So. Ja, das geht. Boah, dieses Panorama da vom Glas ist schon geil. Ja, überhaupt für Frontladarbeiten ist es. Richtig gut. Schade, es klingt 3. Aber ich habe hinten noch die Ladefläche vom Unimog. Das heißt, im Notfall kann ich da noch einen mitnehmen. Das 16. Ja, es ist ja nämlich voll. Oder geht da noch eine Ladung? Nee. Haben wir ja auch eine Anzeige, dass zu 100% gefüllt ist. So, nehmen wir mal ganz kurz. Da kann man nicht aufheben. Ah, wird noch 2 rumliegen. Ja, kann ich ganz kurz einen starken Bauer anmachen. Ich muss hier 2 Ballen auf wegmachen. Ich sollte aufladen. So. Zack. Ein bisschen rüber. So. Genau, dann haben sie aber da hinten gelegen. Oh, die letzte Silage kommt weg. Ja. Oh, ja. Nur so bremsen.
den Ball nicht verliere. So, dann vor. Zack. Ja, das sieht gleich ganz gut aus. Dann machen wir da nochmal Spanngurte rum. Und dann passt die Sache. So, dann heißt zurück zum Hof. Die letzten 18 Strohballen nochmal abladen. Nice. Das fällt auch wieder clear zum Anfang. Feld 40 ist auch wieder verstreift. Gott, gut. Die 40, was war denn auf der 40 gleich da drauf? Sonnenblumen. Ach, genau, stimmt. Oh. Ja, oder? Wir hängen an der Sämaschine. Ah, die müssen wir auch mal aufräumen dann. Steht die ja, wir müssen die Salage auch mal aufräumen hier in der BGA. Oh ja. Wir haben noch die ein oder anderen offenen Baustellen. Sagen wir so. Alter, Unimog sieht aus, da klebt überall eine Scheibe, klebt schon die Padina dran, Alter. Kommt jetzt dann erstmal, er wird getankt, weil es so gut wie leer. Ein Drittel ist noch drin. Beziehungsweise ein Viertel, ist in vier Teile unterteilt. Deswegen ein Viertel ist noch drin. Jetzt ist ein Viertel aufgeteilt. Das ist ein Viertel aufgeteilt. Ja. Nicht ein Drittel. Ja, ich weiß, hab ich ja gerade gesagt. Nein, du hast ein Drittel gesagt. Ja, anfangs, aber danach nicht mehr. Egal. Hat dich da schon wieder jemand stumm geschaltet oder nicht zugehört? Nein. Okay. Also, stumm geschaltet nicht, aber nicht zugehört ist die andere Sache. Ah ja. warte mal. Wir müssen dann in die Mitte rein abladen, das heißt, wir müssen ganz kurz hier in das Nachbarfeld rein. Da ist auch schon seit Tagen die gleiche Flucht da drauf. Aber gut. So, dann laden wir die auch gleich nochmal. Zack. Einmal. Zweimal, passt. Oh. Weißt du, was mir gerade auffällt? Flo, mir fällt, weißt du, was mir gerade auffällt? Was fällt da auf? Wir können jetzt, so, wie heißt's? Ist das voll? Nö. Es leckt gerade ultra. Kann sein. Aber richtig krass. Oh. Ja, vielleicht sind die Strohballenlager voll. Kann man echt? Den Kühen ein bisschen was rein? Ja, okay, die Kühe brauchen Wasser, bring ich zu den Kühen. Das Silo, oder nicht das Silo. Das Lager ist tatsächlich mit 600.000 Litern. Wenn ich mich nicht mehr geguckt habe, Strohballen komplett gefüllt jetzt. Und dann haben wir aber noch auch noch Platz für Heu, also gehen insgesamt 1,2 Millionen Liter rein. Dann sammeln wir die hier nochmal auf. Ja, wobei, das ist gar keine gute Idee, fällt mir gerade ein. So, ich wollte echt ein bisschen mit der Ding. So. Denn wir kommen ja mit denen gar nicht in den Kuhstall rein. Das heißt, ich muss mir eine Gabel holen. Ist die Ballage wirklich voll? Das ist voll. Kannst du selber angucken. So, klappen die hier wieder ein. Oh, oh ja, stimmt. Heu, wir haben sogar 102%. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ja gut.
Ich erledige noch schnell was mit dem Hänger hier. Okay. So, machen wir mal den Unimog auf. So, wird auch wieder gewaschen für seine guten Dienste. So. So, ein Gewicht vorne natürlich auch. Ups, ich bin gerade aus was entgegenkommen, sorry. War das da sauber? Ja. Ja, wird sauber. Beziehungsweise ist es auch relativ sauber. Und drüber da Ballenwagen nochmal. Ab. Ja. Ja, was ist? Ich sag dazu mal nichts. Ich wollte es irgendwie transportieren. Und wir können es ja nicht an die Traktoren anhängen. Also irgendwie. Also ich weiß nicht, ob das damit. Oh mein Gott. Ob du so TÜV damit kriegst. Ich glaube nicht. Ich brauche also ja keinen TÜV. Yo. Ich brauche ja keinen TÜV. Ich brauche ja bloß einfach. Das sagt man halt so. Ich brauch kein TÜV, ich brauch bloß Glück, dass mich die Polizei nicht sieht. Ich komm da nicht in den Hänger rein, so. Dass die Cops nicht plötzlich um die Ecke kommen. Wo haben wir denn den Ballenwagen immer stehen? Hier hinten, glaube ich. Hier, ne, war der Presse direkt. Genau. Hier, hier rein, hier hin. Seitlich. Da liegt auch noch ein Gasballen. So. Bin ich Überlänge? Ich bin ein bisschen länger, ist wieder egal. Und du bleibst ein bisschen an. Ja, also. Kann dir keiner was sagen. Soll ich die Warnblinker noch anmachen? Ach, was? Nee. Ich hänge. So, ich glaub, so steht er nicht im Weg. Fällt auch auf, wir haben ganz schön viel verschiedenen Asphalt hier am Hof. Ja. Bin noch ein bisschen zu hoch. Das Förderband schaut vielleicht ein bisschen noch aus dem Ding raus. Aus dem Hänger, egal. Oh, das fällt nicht auf. Oh nein, ich häng. Nee, ich schaff's nicht, schade. So. Ich muss es einfach bloß hinter zur Ding bringen. Zur BGA. Jo. So, warte mal. Dieser Tiere-Lana. Den brauche ich nämlich jetzt. Gabel da oben. Sind Förderbänder wirklich so heavy? Dass er bergauf wieder 70 Liter braucht. Okay, das ist schon mal nicht die vom Tiere-Lana. Ah, die ist. Glaube ich, die hier was ganz hier oben ist. Ich hatte schon wieder den komischen Bug, dass ich dich an- und abkuppeln gehört habe. Ja. Und ich hätte vielleicht den komischen Bug, damit der Hänger umgeflogen ist. Egal. Ja gut, ne? Kann man machen. So, dann nehmen wir euch die Arme, wenn wir am Arbeiten sind. Wir nur gucken, ob der Mod an ist. Ne, ist er nicht. Ah, jetzt ist er an. Dann wieder rückwärts Gang hier reinmachen. Ups.
7-0. Und ich bin Profi, ich kann das. Wir brauchen in die Kühe Strucke nochmal, ich glaube, die lassen wir nicht ab. Ich glaube, das war schon mal falsch. Ja, sieht so aus. Aber ich fahre einfach mal. Oh. So rein. Ich lasse euch mal hier unten. Nein. Also, wenn die Kühe braucht, dann dringend sauber machen. Ah, da vorne geht's rein, okay. Ja, das sieht mir sehr danach aus. Frage ist nur, wie macht man das hier auf? Geht das auch schon mal nicht? Perfekt. Ich hab da noch ein. So, können wir da anmachen. Dann haben wir den Rest. Oh Gott. Muss da jetzt, wir haben jetzt Rückfahreinrichtung in jedem Traktor. Hä? Ja? Wie das? Einfach hinterschauen. Also Rückwärtsgang rein und dann Tempomat rein. Ja. So. Vorbeisausen. Ich stehe wieder. Diesmal fahre ich außenrum. Wenn wir vor da drin nicht sauber gemacht, das kann man da nicht durchfahren. Der B-Truck schaut aus, ey. Ja, dafür haben wir einen Kehrer am Hof. Wir brauchen eine Waschanlage. Okay. Ich glaube nur, dass wir nur ein Problem haben mit der Waschanlage, und zwar, wir haben, glaube ich, keinen Platz dafür. Doch. Ja, irgendwo werden wir schon das finden. Ich glaube eher nicht. Hier ist ja auch alles voll. Mit was? Ach so, ja. Oh. Vielleicht brauchen wir einen neuen Kerl. Ich glaube, ich habe den ein bisschen aufgespießt. Aber nur minimal. Er steht noch am Zaun, alles gut. Also oft wie wir schon den neuen Kerl gebraucht hätten. Der dritte. Reicht es? Also er wurde beim Silieren mindestens zweimal überfahren. Aber jetzt immer noch einen Ball und das ist voll. Ich fahr mal die Autos jetzt hier raus, ey. Es wird nicht besser hier drinnen. Die Leute dürfen noch nicht sehen, dass wir so reich sind und uns ein Auto im Wert von 200.000 plus kaufen können. So. Zack. Rückwärts. Bin ich denn gerade gehangen? Okay. So, Spieße zusammenklappen. Dann bin ich noch ganz kurz noch bei den Kühen. Oh ja. Perfekt ausgegangen. Jetzt haben sie 110.000 Liter drin. Das reicht, glaube ich, erstmal für eine Zeit lang.
Handbremse angezogen. Ich mach mal den Boden, der passt. Motor aus. Zieh den Ort zum Hof. Der muss passen. Was? Gott. Boah. Nee, 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 was der schon wieder macht da. So, gucken wir ganz kurz auf unsere Wälder bzw. Wiesen. Die sind schon wieder reif, wir können mähen. Was echt ist? Och nö, ich hab gar keinen Bock, ey. Ja, du. Aber wir. Warte. Ich hab Bock auf eine Häckselkette. Grashäckseln. Dafür brauchen wir aber gleich noch einen dritten Mitspieler, weil Helfer. Glaube ich nicht, dass er das so gut hinkriegt. Da hinten steht der Klaus. Sollen wir Heu oder Silage machen? Ich würde es Heu sagen. Kommt drauf an, wie viel wir halt noch im Lager haben. Aber wir können gerne mal wieder Heu machen. Bereit zum Auslagern sind 3200. Ja, wir lassen Heu machen. Denn dann? Da steht ein MP-Truck vor. Flo. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Und dann? Dein Gewicht. Wenn man die Handbremse reintut, ja. Dann kommt zum Knacksen. So. Ja. Das ist cool. Ja, das ist. Hat das noch nicht mitgekriegt? Doch, also dieses Zischen. Ich werde eigentlich gleich neben unserem Hof mähen. Fahren wir nochmal zurück. Boah, ich gebremst das Teil. Ich wollte gerade sagen, warum fangst du nicht gleich hier an? Ja. Oh, du Scheiße. Ja. Gute Mähwerk. Ja, das Mähwerk hat jetzt einen leichten Schaden. Wir werden es dann bis zur morgigen Folge reparieren, denn wir sind auch für heute schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben da lassen, wäre natürlich sehr nett. Ansonsten sehen wir uns dann morgen zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinde Rade. Tom Philipp, dann mal sein Spruch. Däumchen wie ein Träumchen und ist kostenlos. Genau, also lasst bitte eins da. Dann bis zur morgigen Folge oder bis zum Mittwoch, weil wir haben ja schon wieder Sonntag gehabt. Dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Sonntag und bis zum Mittwoch. Haut rein und ciao, ciao. Junge, ey, was machst du schon wieder, Alter? Ich hab Pflegebereifung. Ja, aber wieso schiebst du mich? Keine Ahnung. Weil ich... So. Ich weiß einfach, weil ich... Jetzt kann ja nichts anderes machen, als wieder reinfahren. Ich richtig schieb, weil ich kann. Ja. So liebe Leute, dann melden wir uns, melde ich mich nochmal ganz kurz zurück. Sorry, es ist erst die Samstagfolge, die Sonntagsfolge. Dann wünschen wir euch einen wunderschönen Samstag. Und bis morgen. Haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you.